think you got it all from the governor of the county jail. Load up, load up, load up, we're rubber bullets. Load up, load up, load up, we're rubber bullets. I like to hear those convicts squeal. It's a shame these slugs ain't real. But we can't have dancing at the local county fair. Sergeant Baker and his men made a beeline for the jail. And for miles around you could hear the sirens wail. There's a rumor going round that road that a fuse is gonna blow at the local dance at the local. Load up, load up, load up, we're rubber bullets. Load up, load up, load up, we're rubber bullets. Is it really such a crime for a guy to spend his time at the local dance at the local county jail? Das waren die 10cc mit Rubber Bullets. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde. Hallo. 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 Vielen Dank. Hier ist wieder Disco 73. Wir bringen Ihnen heute Stars, Hits und eine Koffershow. Bitte. Meine Damen und Herren, wenn ich einmal verreisen muss, geht's mir mit den Koffern wie im Krimi, packend bis zum Schluss. Ich hatte nämlich noch ein paar Koffer in Berlin. Die trag ich jetzt mal vor, was ich für ein Vortragskünstler bin. In dem steckt gute Laune und in dem Musik, wie schön. Und hier sind meine Gags drin. Nee, nee, ich meinte den. Jetzt fragen Sie sicher, was ist im Großen? Ja, das ist nämlich so. In dem hier habe ich ein Souvenir aus Tokio. Mitsu, 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 mein ganzes Glück bist du. Ich hab nur Angst, du isst dich. Nein, denn du siehst aus wie ein 17 Jahre alter Pfirsich. Ich kann nicht länger warten. Wenn ich dir lausch, denk ich an meinen Garten. Ach, an leuchtende Rosen wohl. Nee, an ziemlich Klosenkohl. Heute Abend ist Laternenfest, wo sich manches gut beleben lässt. Oh, weh, mein Vater naht! Na, dann mach ich jetzt mal auf kurzsichtig. Ich bin ja schlau. Ach, Verzeihung, fährt hier der 19er vorbei, Gneefrau? Hallo! Nur der Luft! Ah. Aha, was hat er mir denn da versprochen? Mein Vater, der sanfte Hauch des Morgenwindes, erblicht er jetzt alle Knochen. Mitsu, verhindere dies Drama. Dein Vater hat wohl ein Yokohama. Ich sprech mit ihm, sonst wird's noch schlimmer. Du kannst Japanisch? In Panik immer. Wat nu, bing bong, nix stunk. Am besten Umleitung. Hai nun Hanoi Da Nang. Ins Japan-Restaurant. Sehr freundlich. Was hieß das, bitte schön? Das hieß auf Wiedersehen. Danke sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Und weiter geht es mit Peter Rubin. Er singt Wir zwei fahren irgendwo hin.
Peter Rubin. Wir zwei fahren irgendwo hin, wo ich ganz allein mit dir bin. Ich lass die Arbeit Arbeit sein und pfeif auf den Gewinn. Wir zwei fahren irgendwo hin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Und hat das auch gar keinen Sinn? Da draußen bin ich König und du meine Königin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Da gibt es Sand, da gibt es Wind, da gibt es Wiesen, die noch Wiesen sind. Da gibt es Most, da gibt es Wein, da bin ich Mensch, da darf ich mich des Lebens freuen. Wir zwei fahren irgendwo hin, bevor ich zu spinnen beginne. Ich werd im Nichts zum Meister sein und du die Meisterin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Wo ich meinem Alltag entrinn. Die Welt, sie ist ein Blumenbeet und wir sind mittendrin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Da gibt's das Meer, da gibt's ein Boot, da gibt es jeden Abend Abendrot. Da gibt's Musik, die auch mal schweigt, wenn uns der alte Fischer nachts die Sterne zeigt. Wir zwei fahren irgendwo hin, wo ich ganz allein mit dir bin. Ich werde im Nichts tun Meister sein und du die Meisterin. Wir zwei fahren irgendwo hin. Tschüss. Und jetzt Film ab für die Gruppe Wizard mit ihrem Hit See My Baby Jive. Bitteschön. Das war die Gruppe Wizard. Meine Damen und Herren, in unserer vorigen Disco stellte uns Wolfgang einen Song aus seiner neuen LP Wir sind die Meyers vor. Das war der Sänger Wolfgang. Heute erleben Sie ihn zum ersten Mal als Schauspieler in unserer nächsten Kofferszene beim Zoll. Tee, Schokolade, Kaffee? Hat keinen Zweck. Was Sie mir da anbieten, habe ich alles im Gepäck. Na, dann öffnen Sie mal bitte. Macht mir keine Posten, ich komme gleich rüber. Der Koffer bleibt geschlossen. Wer brüllt denn da so laut? Das ist ja direkt makaber. Wer da so brüllt? Na, Trödler Abraham, mein stiller Teilhaber. Also, was ist da im Koffer? Vogelfutter. Aber das ist doch Kaffee, bitte sehr. Na, wenn mein Vogel das nicht frisst, kriegt er eben gar nichts mehr. Darf ich jetzt gehen? Gibt's noch einen Einwand? Ja, was ist denn das für ein Gemälde? Na, ein echter Weinbrand, Selbstbildnis. Sie können mich nicht mehr überraschen.
Der konnte sich ja gar nicht selber malen. Schauen Sie sich doch das Bild mal an. Er hat ja noch die Hände in den Taschen. Und überhaupt, ich glaube, Sie schmuggeln. Was fällt Ihnen ein? Na gut, dann sagen Sie mir, wie spät es ist. Gern, 8:45. Oh, bitte, denken Sie nicht falsch. Nur weil man manchmal übertreibt. Ich habe die 20 Uhren bloß deshalb, falls mal eine stehen bleibt. Und sollten alle mal versagen, habe ich noch immer die Trompete. Und die sagt Ihnen dann die Zeit. Sagen Sie mal, halten Sie mich für blöde? Nee, nee, den Tipp hab ich vom Wolfgang Abraham. Auch Sie können damit Erfolg erzielen. Sie müssen nur nachts aus dem Fenster Trompete spielen. Und prompt kriegen Sie die Uhransage kostenfrei. Denn irgendeiner sagt garantiert, welcher Idiot spielt da Trompete nachts um 3? Danke. Danke. Vielen Dank. Liebe Freunde, vielen Dank, Wolfgang. Liebe Freunde, unser nächster Sänger heißt Jürgen Drews. Er trat schon einige Male in der Disco mit den Les Humphreys Singers auf. Heute hören wir ihn als Solisten mit dem Titel Zeit ist eine lange Straße. Jürgen Drews. Jede Nacht, sag mir, was dich so traurig macht. Du glaubst, die Welt ist gegen dich. Lach dich aus und lässt dich im Stich. Doch ich sag dir, steh auf, schubidubidua, komm mit, schubidubidua, hab Mut, schubidubidua. Und auch du weißt nie, was morgen wird. Geh deinen Weg. Du warst zum ersten Mal verliebt, voller Träume, die es einmal nur gibt. Nun wachst du auf und fühlst dich leer. Du glaubst, du siehst die Sonne nie mehr. Doch ich sag dir, steh auf, schubidubidua, komm mit, schubidubidua, hab Mut, schubidubidua. Doch du weißt nie, was morgen wird. Geh deinem Weg. Du fühlst dich draußen vor der Tür, doch auch mir geht es genau wie dir. Lass uns doch gemeinsam gehen. Dann wird die Zeit auf unserer Seite stehen. Komm, ich sag dir, steh auf, schubidubidua, komm mit, schubidubidua, hab Mut, schubidubidua. Vielen Dank. Jürgen Drews. Dankeschön. Meine Damen und Herren,
Jedes Jahr findet in einem anderen Land der Erde die Wahl des charmantesten und hübschesten Teenagers statt. In diesem Jahr gewann zum ersten Mal ein deutsches Mädchen. Disco 73 präsentiert World Teen Princess Ute Kittelberger. Yeah! Prinzessin Ute, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Sag mal, Prinzessin, wo drückt uns denn die Krone? Hm? Tja, in der Schule. In der Schule? Achso, ja, ihr Mathematiklehrer sagte nämlich neulich, hoffentlich kann ich mit dir rechnen. Also mal unter uns. Wo lassen Prinzessin Ute Wurzeln ziehen? Hm? Jetzt hören wir auf mit dem Quatsch, jetzt hören wir wirklich auf. Mal ganz im Ernst. Was geschieht denn so als World Teen Princess? Hm? Ach, so allerhand. Ich habe ein Filmangebot bekommen und drehe zusammen mit Chris Roberts und Jürgen Markus einen Lustfilm am Wörthersee. Einen Lustfilm? Na, hör mal. Frei ab 6 Jahren. Also dann erlaube ich es dir, ja, dann ist alles in Ordnung. Na dann, Ute, toi, toi, toi und tschüss. Alles Gute. Danke. Das war sie. Unsere Teen World Princess. World Teen Princess. Und nun zu unserem nächsten Star. Susi Quattro und ihre Gruppe singen Can the Can.
war Susi Quattro. Dankeschön. Und jetzt sehen Sie einen mysteriösen Kofferzauber. Bitteschön. Meine Damen und Herren, Sie werden's nie ergründen. Ich lasse in meinem Koffer jetzt ein Kind verschwinden. Dazu hole ich einen mir völlig unbekannten Jungen aus dem Parkett. Wie wär's denn mit dir da, Kleiner? Komm mal, ja? Und du wirst jetzt in den Koffer gehen? Du hast doch keine Angst vor mir. Und du hast mich noch nie gesehen. Nein, Papa! Ja, das war ja nun eben ohne Ergebnis. Na, dann erzähle ich Ihnen jetzt mal lieber ein kleines Koffererlebnis. Ich wollte in einen Bus steigen, doch es sollte wohl nicht sein. Ich kam mit meinen Koffern durch die Tür nicht rein und bat einen Herrn in Uniform, bitte Herr Schaffner, helfen Sie mal. Da sagt er, na hören Sie, ich bin Admiral. Ach, Verzeihung, sagte ich, dann hat das ja wohl keinen Sinn. Denn ich wusste nicht, dass ich ja auf dem Schlachtschiff bin. Dankeschön. Liebe Freunde, Albert Hammonds Song It Never Rains in Southern California ist noch immer ein riesengroßer Hit, aber er hat schon wieder einen neuen. Ja, The Free Electric Band. Da ist er, der Film. Und jetzt hören Sie Medicine Hat, zwei Jungen aus England, mit ihrem Hit One and One is One. Richtig. Little darling, more than one.
Dankeschön. Medicine Hat. Hören Sie nun Nina und Mike mit ihrem Lied Rund um die Welt geht das Lied der Liebe. Mhm. Und Mike, wir kommen nun zur nächsten Kofferszene mit Jürgen Markus. Meine Damen, meine Herren, jetzt wird's spannend, ich pack aus. Ich sprech von meinem Anzug aus, dem Koffer muss er raus. Denn wenn ich den seh, denk ich an Hulda. Sie sagte, Jürgen, Manometer, du siehst drin aus wie der Prinz auf Linz. Ich sprach, du meinst auf Wales. Da sagt sie, wegen der paar Kilometer. Kein Festival der Liebe ist auf mich zugekommen. Ich fragte, willst du mein Los mit mir teilen? Gern, sagt sie, was hast du denn gewonnen? Doch eins muss ich Ihnen noch erzählen. Ein Festival fürs Getriebe war ihr Fahrschulunterricht. Nachdem sie dreimal durchgefallen, bekam sie endlich grünes Licht. Der Lehrer wollte schon gratulieren, da hatte sie noch schnell eine Frage. Sagen Sie mal, wenn der Benzintank leer ist, schadet es dem Wagen, wenn ich trotzdem weiterfahre? Vielen Dank. Und jetzt habe ich etwas ganz Besonderes für unsere Rockfreunde, nämlich einen kleinen Vorgeschmack auf die große Deutschland-Tournee der Rolling Stones. Musik.
Übrigens, ich weiß schon jetzt, was Sie über die nächste Szene sagen werden. Ein seltsames Paar. Hochzeit machen ist wunderschön, das sagen wir laut. Du brauchst dich nur zu trauen und schon wirst du getraut. Schnucki hat mir ein Geschenk gemacht, die kleine Yacht. Ist sie nicht einfach süß? Und jetzt fahren wir los ins große Glück. Ich sag nur Hochzeitsjacht ins Paradies. Hoffentlich gibt's nicht wieder Nebel wie gestern im Auto. Schlimm war's, nicht? Man sah die Hand nicht vor den Augen. Na, wer nimmt denn auch im Auto bei Nebel die Hand vors Gesicht? Wink nochmal den Verwandten zu vor unserer großen Tour. Ach, und halt mich nicht für unhöflich, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich langweil mich nur. Wo ist denn meine Fußballzeitschrift? Immer denkst du an Fußball, nie denkst du an mich. Was sagst du mir nach? Na, dann nenn mir doch mal das Datum unserer Verlobung. Bitte, 9. Juli. Dass du das behalten hast, ich sag nur, ach. Aber mein Liebling, da gewann doch schließlich Augsburg gegen Kickersbach. Vielen Dank. Danke sehr. Und danke schön, Janina. Hören Sie nun. Bedanke mich, Marianne. Bedanke mich, Marianne Rosenberg. Und jetzt sage ich nur Fritz Eckhardt, Telefon. Hallo? Hotel Sacher-Portier? Warte bitte, Alexander. Was soll ich? Die Koffer runterbringen lassen? Ja, aber warum? Mandolinen um Mitternacht haben uns um den Schlaf gebracht. Das ist ja eine riesige Chance fürs Haus, aber vielleicht machen Sie mal unter Ihrem Kopfkissen den Transistor aus. Auf Wiederhören, Herr Alexander. Tja, im Hotel Sacher geht Prominenz ein und aus. Stellen Sie sich vor, neulich war hier sogar der Herr Strauß. Na, den Mann, den bewundere ich. Unübertrieben. Am Tag macht er Politik und nachts werden Walzer geschrieben. Portier, die Koffer. Es ist sehr wohl, Gnefrau. Sie reisen ab? Ja, nach Langenau. Bitte, in welches Langenau? Egal. Tja, aber
Es gibt eins am Albis und eins im Emmental. Nun, das ist etwas, wofür ich mich nicht zu interessieren hab. Denn mein Verlobter holt mich sowieso vom Bahnhof ab. Ach, und dann würden Sie bitte so freundlich sein. Ich hab hier einen Brief. Bitte werfen Sie ihn ein. Pardon, Gnifflau, da ist ein Irrtum passiert. Sie haben ja den Brief an sich selbst adressiert. Nein, ich schreibe mir öfter, guter Mann. Ja, was schreibt man sich selbst so? Na, wie soll ich denn das wissen? Der Brief kommt ja morgen erst an. Ja, danke schön. Drehschluss. Alles okay. Das war eben der Schlussgag aus Hotel Sacher Poitiers. Sie waren großartig, Uschi Glas. Sozusagen das Plätzchen in unserer heutigen Folge zum Sacherschätzchen. Danke sehr, ihr seid sehr lieb. Tja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, bevor nun die Kincaid ihr Do You Remember Marilyn singen, möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, Stars, Hits und unsere Koffershow haben Ihnen Spaß gemacht. Apropos Koffer. Packen Sie sie rechtzeitig, damit wir uns am 7. September auf der internationalen Funkausstellung in Berlin in der Disco wiedersehen. Tja, und bis dahin bleibe ich. Tschüss, euer Ilja. Tschüss. First day.